Hallo, ich bin's wieder, Sunny von Sunnys Bastel-Eck, und heute melde ich mich mit einer Kartenidee bei euch, nämlich eine Gutscheinverpackung eigentlich mit einer Glückwunschkarte kombiniert. Und zwar schaut das so aus: Verschlossen ist das Ganze mit einem Bändchen, also eine kleine Karte zum Aufklappen, Platz für Glückwünsche, persönliche Glückwünsche und Platz für eine Gutscheinkarte. Genau, so schaut die Karte aus. Und gewerkelt habe ich die in den In-Color-Farben 2021 bis 2023. Die verlassen uns jetzt leider. Und wir haben in unserem Team Erdbeerland die Challenge, dass wir uns von diesen Farben verabschieden. Gebührend verabschieden. Genau, und deswegen habe ich mir gedacht, ich werke mit euch eine Karte. Einmal zur Abwechslung. Einmal zur Abwechslung kein Mini-Album. Genau. So schaut das Ganze aus. Das wäre jetzt die Variante in Celadon. Das ist ja mein absoluter Favorite. Bin ich echt traurig, dass die gehen, aber ich bin auch schon auf die neuen Farben gespannt. Da waren ja nicht mehr lang. Das wäre Fräsienlila, Papaya und Lodengrün. Lodengrün ist ja auch ein richtig schöner Grünton. Ich hoffe, da kommt ein toller Ersatz. Und was noch fehlt, ist Bonbonrosa. Ist ja ein richtig schöner, knalliger Rosaton, aber nicht zu kitschig, finde ich. So, ich habe mir schon ein bisschen was vorbereitet. Nachdem ich kein Band in Bonbonrosa habe, ich habe es eben nur, seht ihr das überhaupt? Ja. In Celadon und Papaya habe ich passende Farbe gehabt. Fräsienlila, Lodengrün und Bonbonrosa eben nicht. Da war sie mir aber zu helfen. Dann nehme ich mir einfach ein Bändchen. Das mache ich jetzt als erstes. Und suche mir ein Schmierpapier. So. Und färbe mir das weiße Band einfach. Nehme mir den dunkleren Ton. Mit dem passenden. Ist das wohl der passende? Bonbonrosa, ja genau. Blend ein. Mega fehl, mein Blend ist leer. Das ist aber nicht gut, ha? Huh? Ha! So. Dann färben wir es halt mit dem hellen Blend ein. Und das geht eigentlich total easy. Einfach flott mit der Breiten oder mit dem Pinsel drüber malen und schon hat man ein Geschenkband in der passenden Farbe zum Farbkarton. Geht da total schnell. Ich mache das immer sicherheitshalber auf beiden Seiten, muss man eigentlich nicht, weil es eh voll durchblutet eigentlich. Aber naja, sicher ist sicher. So, und das mache ich jetzt eben einmal als erstes, damit das noch ein bisschen trocknen kann. Ich meine, wirklich abfärben tut es ja nicht, weil die Alkoholmarker trocknen ja recht schnell. Aber ja, ich mache das trotzdem im Vorhinein. Jetzt kann das ein bisschen antrocknen. Und dann können wir auch schon loslegen. Und zwar fangen wir mal mit der Grundkarte an. So. Die Grundkarte hat das Maß 20,5 in der Länge und in der Höhe 10,5 cm. So. Und wir falzen uns das Ganze einmal bei an der langen Seite bei 6,5 cm. Ziehen die Falzlinie nach. Und eine zweite Karte braucht man, die hat in der Länge 20 cm und in der Höhe 6,5 und die halbieren wir uns bei 10 cm. So, da ziehen wir uns auch die Falzlinie nach und dann kann das Falzbrett auch schon weg. Hoppala. So, genau. Als nächstes
Überlege kurz, können wir uns schon einmal die Zuschnitte zurecht kleben. Also als Aufleger brauchen wir folgende Maße. Für diese kleine innere Karte brauchen wir mal zwei Mattungen bzw. weiße Aufleger in den Maßen 6,2 mal 9,7. Das können wir uns dann auch gleich schon einmal auflegen. Das ist für innen. Auflegen, aufkleben den Aufleger. Das ist für innen, für die persönlichen Glückwünsche. So. Und für außen haben wir dann noch einmal die gleiche weiße Mattung und einen Aufleger im Designpapier in der passenden Farbe. Die hat das Maß 9,5 mal 5,9 mal 9,4. Und das geben wir uns gleich außen drauf. Also man muss ein bisschen was vorbereiten und zuschneiden für die Karte. Aber wenn man das hat, ist die wirklich schnell gewerkelt. So, dann nehmen wir uns die große Karte zur Hand. Und da haben wir auch wieder zwei weiße Mattungen in den Maßen 6,2 mal 10,2 und einen Aufleger im Designpapier mit 5,9 mal 9,9 cm. Und das geben wir uns einmal auf das weiße Papier und das wiederum kleben wir uns außen drauf. So. Und dann kleben wir uns da innen noch eine weiße Mattung drauf. Die eben auch wieder das Maß 6,2 mal 10,2 cm hat. Und auf diese weiße Mattung kommt diese Mini-Versandtasche. Die haben wir ja im Sortiment. Die heißen Stanzformen Mini-Versandtasche. Who could have thought? Finde ich total cool, weil es halt wirklich einmal schnell durchgekurbelt ist und schon hat man eine Gutscheinverpackung. Die klebt man dann nur noch an den zwei Kleberlaschen zusammen, die mit ausgestanzt werden. Also muss man echt nur einmal ausstanzen, zusammenkleben. Vielleicht noch ein paar Sekunden halten, bis der Kleber anzieht. Und dann könnte man das Ganze dann noch umklappen und wirklich verschließen mit einem Bändchen, wenn man da ein Loch drauf gibt oder durch Loch drauf gibt, ja, ein Loch durchstanzt. Mache ich jetzt in dem Fall nicht, weil ich möchte das einfach dort drauf kleben. Und schon ist es fertig. Also zumindest die Gutscheinverpackung, der Gutscheinteil. Das mit der weißen Mattung, finde ich, bricht das Ganze. Also ich mag das ja sehr, sehr gern Ton in Ton. Aber ohne der weißen Mattung finde ich das dann doch ein bisschen zu wenig. Deswegen habe ich da die weiße Mattung noch drunter gegeben. So, und jetzt habe ich mir noch ein paar Rahmen ausgestanzt. Die Stanze kommt, also diese beiden eigentlich, kommen aus dem Set. Gewählte Konturen. Sind auch noch im Hauptkatalog und bestempel mir das Ganze jetzt mit diesem Stempel. Das kommt aus diesem Set Florale Freundschaft, das es jetzt aktuell gibt, aber nur online. Also wenn es jemand gerne haben möchte, sagt es gern Bescheid. Gibt es, glaube ich, nur für kurze Zeit. Ich weiß es nicht, ob das dann im neuen Katalog übernommen wird, wenn ich ehrlich bin. Also, wenn es interessiert, meldet euch bitte gern. Und diese Sprenkel stempel ich mir einmal ab.
verziere mir damit den Rand ein bisschen. Ihr seht, das Schmierpapier, ups, habe ich schon ein paar Mal verwendet für die Online-Karten. Also die Farbe, die braucht man noch. Das kann man zur Seite geben. Das kommt dann da innen rein. Dann kommt diese Karte drauf. Und auf dieses Etikett kommt der Spruch: Alles Gute zu deinem Tag. Ich hoffe, ich bin im Bild. So. Alles Gute zu deinem Tag. Schauen, dass wir schön mittig sind. Einmal abstempeln. Das kommt dann da oben drauf. Und dann habe ich noch diesen kleinen Kreis, der ist bei der Versandtasche mit dabei. Da habe ich auf einen alten Spruch zurückgegriffen, den gibt es leider nicht mehr. Einfach mit Liebe. Also wer diese klitzekleinen Grüße noch hat, so heißt das Set. Dieses Set liebe ich. Also wirklich, es ist so ein tolles Set. Es hat so viele liebe kleine Sprüche für jeden Anlass. Es ist so short gewesen damals, als es aus dem Katalog gegangen ist. Aber soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe, gibt es ja einen ähnlichen Nachfolger. Müsst ihr mal durch den Katalog schmökern. So. Also dieses große Rechteck einfach einmal mittig innen rein und dann kleben wir uns darauf wiederum mittig die kleine Klappkarte mittig auf den weißen Aufleger drauf und darauf auch wieder kein Kleber mehr, auch wieder mittig alles Gute zum zu deinem Tag. Finde das auch voll schön geschrieben. Gefällt mir total gut, die Grafik. Und dieses Etikett, also ich gebe da jetzt alles wirklich mit Flüssigkleber drauf, damit das nicht zu dick wird. Wenn man das Ganze sich dann so anschaut, von oben hat das, da kommt ja noch die Gutscheinkarte rein und dann würde das hier fast zu dick werden. Das könnte man natürlich noch mit 3D-Schaumpads draufkleben. Aber ich finde, das reicht so auch. So. Und jetzt brauchen wir noch das Geschenkband. Und das ist jetzt, wenn man es ein bisschen liegen lässt, gut getrocknet. Also wenn es getrocknet ist, merkt man, dass es gleich ein bisschen steifer wird. Muss ich irgendwie zum Binden eigentlich ganz praktisch finde, weil es dann nicht so schnell davon flutscht. So. Genau, und das fixiere ich mir jetzt einfach, sagte sie, einfach mit einem Knoten. So. Und kürze mir das Ganze ein. Einmal, zweimal. Und dann fehlen natürlich noch ein paar Glitzersteine. Da habe ich noch ein paar. Den Bonbonrosa habe ich noch nie verwendet. Das haben wir heute zufällig zwischen die Finger gekommen, weil ich total vergessen habe, dass ich die überhaupt noch habe, diese Glitzersteine in den In-Color-Farben. So. Und so schnell sind eigentlich Gutscheinverpackungen und Glückwunschkarten in einen gewerkelt. Ich hoffe, es hat euch meine kleine Inspiration gefallen. Würde mich freuen, wenn es mir nachbastelt oder mich mich verlinkt auf Instagram oder Facebook. Ja, wünsche euch einen schönen Bastelabend und Baba!